cirurgia cardíaca, e a diagnóstico continua, está sendo feita a cirurgia, pode ser feita. Eu gosto. Obrigada. Tenta dar depois. Sein Wirken als Architekt begann im Jahr 1991 mit dem Jinjo Moria Historical Museum. Unter seinen Arbeiten findet sich auch ein Atelier und Teehäuser, unter anderem auch für den früheren japanischen Premierminister Hosokawa. Besondere Begutachtung fand das Löwenzahnhaus und das Tsuboe Teehaus. Im Jahr 2006 repräsentierte Fujimori Japan auf der Biennale in Venedig. Bis März 2010 war er Professor an der Universität in Tokio und unterrichtet derzeit an der Technischen Universität in Shinjuku, Tokio. Für das Architekturprojekt in Heidi, Burgenland, plant der Nobu Fujimori derzeit das Storkenhaus. Mehr über seine Projekte und das Storkenhaus wird er Ihnen gleich selbst erzählen. Guten Tag. Ah. Einen schönen guten Abend, ich bin Herr Fujimori. Als das erste Mal bin ich vor 35 Jahren nach Wien gekommen und das war als Geschichtswissenschaftler. Ich wollte die Wiener Sezession mir anschauen, aber auch die barocken Elemente in Wien. Bis zum Alter von 45 Jahren habe ich über Geschichte geforscht. Von 45 Jahren habe ich zum ersten Mal mich begonnen, näher mit Architektur auseinanderzusetzen. Und die Projekte, die ich entworfen habe, sind auch in Japan beispiellos und ein bisschen nicht das ganz Übliche. Und nun darf ich begonnen mit meinem ersten Werk Ihnen meine Werke vorstellen. Es ist nicht notwendig, mich anzuschauen, sondern schauen Sie bitte auf die Bildschirmpräsentation. Es kann auch ganz dunkel sein. Kamera ga kuraku naru to amari umaku utsuranai. Das ist das erste Gebäude, das ich entworfen habe im Alter von 45 Jahren. Das habe ich in meinem Heimatdorf gebaut, in einem Berg.
In Rechtenberg sagt man, dass dort Götter wohnen. In Japan ist Shinto eine Religion, die schon sehr lange in Japan verbreitet ist. Und das ist eine kleine Materialsammlung für diesen Tempel, der dort Es ist ein Schrein, der sehr alt ist und von dem man sagt, dass er schon bevor Landwirtschaft überhaupt betrieben wurde, dass er aufgebaut wurde. Bei der Konstruktion habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich das am besten bewerkstellige. Es ist ein sehr alter Tempel und deshalb ist es natürlich schwierig, moderne Architektur hier anzuwenden. Und in Japan gibt es natürlich eine traditionelle Architektur, aber dieser Schrein ist ja schließlich noch älter als diese Architektur, die bestehen geblieben ist. Es gibt demnach kein Modell, weder in der neueren Architektur noch in der früheren Architektur. Ich habe mir da überlegt, etwas, was eben weder der modernen Architektur vielleicht entspricht, aber auch nicht der alten Architektur. Ein weiteres Problem war, dass ich es aus Beton bauen musste, denn das ist ein Gesetz in Japan, wonach Museen, und hierbei handelt es sich um ein Museum, aus Beton sein müssen. Und da habe ich mir überlegt, es aus Beton zu machen, aber es mit natürlichen Materialien, wie zum Beispiel Stein, einzuschließen. Und es sollte weder moderne Architektur noch etwas noch der älteren Architektur. Und ich habe also so meine Probleme gehabt, aber ich habe trotzdem dieses Projekt verwirklicht. Das Dach ist mit dünnen Steinen bedeckt. Steinziegen, also Und bei dem hinteren Teil, den Sie da sehen, habe ich auf Beton Erde angebracht. Das ist das Steinach. Und da habe ich Erde angebracht. Und hier habe ich auf einer Betonwand etwa 30 cm entfernt habe ich Holzplatten angebracht. Und hier gibt es vier Pfosten, die da stehen und das Dach
Dann tragen Nix. これはあの板はあのできるだけ古い技術を使おうと思って手で割った板です。Bei den Holzplatten wollte ich eine möglichst alte Technik verwenden und das sind mit Hand gespaltene Holzplatten. これはあの見ていただくと分かりますけども全体のあのボリュームの作り方っていうのは非常にあのとかあるいはこの表面の処理の仕方というのは非常にあの二次性建築に近いところがあります。Und wie Sie hier sehen, ist die Oberfläche dieser Struktur ähnelt der Architektur des 20. Jahrhunderts. 二次性の建築家としては私は大変のこのビジョンが好きです。Als Architekt habe ich sehr gerne die Architektur von Le Corbusier.でこれができたときにまずあの田舎の人たちは大変批判的でした。Und als ich dieses Werk entworfen habe, waren die Bewohner dort vor Ort haben das kritisiert. で理由はですね、非常にこの古臭いデザインだということで田舎の人たちは嫌がった。Und als Grund war, dass das zu rückständig ist, dass das Werk zu rückständig sei. Australien, でもそうだと思いますけど、田舎の人は大変こうモダンな真っ白い箱のような建物が好きです。In Österreich mag es zwar auch zu sein, aber am Land bevorzugt man Häuser, die wie Schachteln sind und weiß bemalt sind.そこにこういう古い土や木を板を割った建物ができるということで、特に田舎の人たちは嫌がりました。Und dass man hier eben Holzplatten verwendet und Erde anbringt, das wollten sie nicht. ほとんどの建築家たちはよくわからないと言いました。Und fast alle Architekten haben gesagt, dass sie das nicht genau verstehen. ただ、災害だったのは私と同世代の非常にこう前衛的な建築家での、まあ、伊藤豊とか安藤忠雄さんという大変こう親しむからが、まあ、何だかよく分からないけど面白いからという評価をしてくれました。 Und glücklicherweise haben gleichaltrige andere Architekten dazu gemeint, sie verstehen das zwar nicht gut, aber es ist trotzdem sehr interessant. まあそれで、まあ、わずかな少数の理解者のおかげで、少しずつ設計をして現在までやっています。Und dank dieser verständnisvollen Personen konnte ich meine Projekte fortsetzen. Next. これは日本の製材の歴史ですが、これは近代になって機械のノコギリが入る前の製材の仕方です。Und hier sieht man, wie bevor Maschinen eingesetzt wurden, wie man bevor sich ging bei der Sägerei. Das ist ein Bild, das von einem sehr berühmten japanischen Maler von Hokusai gemalt worden ist. Sie arbeiten hier zurzeit zusammen.これはノコギリというものが始まる前の板の作り方をやっているところです。So hat man Holzplatten hergestellt, bevor Sägen aufgekommen sind. 日本でもヨーロッパでも鉄の鋼のノコギリができる前はこう割って板を作っていました。Auch in Europa hat man, bevor Sägen aufgekommen sind, so versucht, die Platten zu spalten. Es war viel schwieriger, Holzplatten herzustellen, als zum Beispiel Pfähle.
柱というのは丸い木を4面を斧で削ればできます。Bei dem Pfosten hat man sie in vier Teile gespalten und sie und die Ringe abgekratzt. 板というのは割って、薄い板を作るしかない。大変難しい技術です。Bei den Holzplatten muss man sie wirklich spalten und das ist eine sehr schwierige Methode. Next. ここに言われます。ここが作業を入れた位置ですね。そして表面はこう凸凹になります。Hier versucht man eben dadurch, dass sie da sieht man die Spuren, wie sieht man, versucht hat sie zu spalten und man sieht, dass die Oberfläche schon uneben ist. で、この後はこの表面と裏側の丸いところ全部斧で削ります。Und dann versucht man das eben zu machen mit Werkzeug. なぜかというと、もうこのこういう形のやつをこう半分の円をこの位置で割ることはできないんです。Denn es ist nicht möglich, es so kreis, wie einen Halbkreis gut hinzubekommen. Wenn man es schneidet, dann geht auf jeden Fall diese Linie, es bricht in die falsche Richtung. Und es gibt, in Japan hat man diese Methode angewandt, aber es gibt niemanden in der Gegenwart, der das selber experimentiert hat und versucht hat. Und es hat nicht, einfach nicht funktioniert, dass diese Richtung nach unten, gerade nach unten geht. お寺で使われていた板がありますが、それを調べたんです。Und ich habe eine Untersuchung gemacht von Hölzern von vor 1000 Jahren in alten Tempeln, wie das funktioniert haben könnte. そうしましたら、年輪を調べますと、Und als ich die Jahresringe gezählt habe, 必ずこういう形の板しか出てこない。Habe ich nur Holzplatten gefunden, die in dieser Form, also von diesem Teil stammen, die diese Form haben. Und wenn man sich das Alter der Hölzer anschaut, dann hat man herausgefunden, dass eben dieser Teil verwendet wurde. Das bedeutet, dass die Menschen früher diesen Teil einfach weggekratzt haben mit Werkzeug. Ja, 板を作るというのは難しいことだ。
Das heißt, dass es sehr schwierig ist, Holzplatten herzustellen. Das ist ein Tisch, der eben anhand dieses Holzes nach dieser speziellen Art hergestellt wurde. Er ist sehr uneben. Das ist ein sehr unbeliebter Tisch. Ein Grund dafür ist, dass die Gläser umfallen, wenn man sie draufstellt. Aber ich glaube, dass es an den Menschen liegt, die versuchen, das Glas dort abzustellen. Das ist der Tisch, den ich gerade gezeigt habe. Das ist ein Museum. Ja, next. Das ist ein Museum und man geht da vorne, wie ich gerade gezeigt habe, hinauf und hat so Zugang dazu. Das ist aus Beton gebaut und da oben sieht man Holzplatten und Erde. Das ist aber keine echte Erde, sondern sie schaut nur so. Ich habe selber ein Material entwickelt, das ausschaut wie Erde. Das ist sehr einfach, also man verwendet Mörtel für Erde und bringt dann dieses Material auf. Und wenn es getrocknet ist, dann bringt man auch ein bisschen wirkliche Erde an mit einem Pinsel. Und so erreicht man, dass wenn es im Winter schneit und wenn es vereist, dass die echte Erde nicht heruntergeht. Und normalerweise geht das natürlich nicht, da geht die Erde runter, aber wenn man diese Methode anwendet, dann funktioniert das. Und die meisten denken, dass es echte Erde ist. Und auch Experten, sie mögen sich zwar ein bisschen Gedanken darüber machen, aber es wirkt so, als wäre das Erde, echte Erde. Und der Grund dafür, warum das wie echte Erde ausschaut, ist der, dass ca. 1 mm echte Erde aufgebracht ist. Und der zweite Grund ist, dass so kleine Strohteile auch wirklich angebracht sind. Und die meisten Menschen, wenn sie Stroh sehen, denken daran, dass es dann aus Erde gemacht ist und nicht aus Beton. Und ich verwende diese Methode, wenn es darum geht, eben es wie Erde ausschauen zu lassen. Next.
Und das ist innerhalb des Museums ein Raum. Ich wollte einen idealen Ausstellungsraum schaffen. In Japan ist es so und in Österreich wohl auch, dass man versucht, wenn man sich das anschaut, sich möglichst von allem zu lösen und einfach nur dieses Ausstellungsstück anzuschauen. Und eigentlich wollte ich ein Museum schaffen, wo man nackt hineingeht. Aber in dem Fall besteht die Gefahr, dass man nicht sich die Ausstellungsstücke anschaut, sondern etwas anderes. Und deshalb wollte ich es so machen, dass man zumindest sich die Schuhe ausziehen muss. Aber trotzdem gab es Gegenstimmen, wurde das kritisiert. Der erste Kritikpunkt war, dass es in der Welt einfach kein Museum gibt, wo man ohne Schuhe hineingeht. Es gibt es tatsächlich nicht. Es gibt kein Luxusgebäude, wo man ohne Schuhe hineingeht. Die Japaner sind aber früher ohne Schuhe in einen Raum gegangen und haben sich umgeschaut. Und früher hat man sich schließlich die Schuhe ausgezogen und es ist endlich anerkannt worden, dass man ohne Schuhe hineingehen kann. Und man hat dann den Boden mit einem speziellen Material auskleiden können, damit man barfuß ohne Schuhe hineingehen kann. Und es gibt weltweit kein Museum, in dem man dieses Material verwendet, denn wenn man mit Schuhen hineingehen würde, dann würden die Spuren bestehen bleiben und deshalb verwendet man das Material nicht. Und deshalb habe ich es geschafft, dass man eben, dass der ganze Raum weiß gekleidet ist. Und das ist der Grund dafür, warum man nicht mehr erkennt, wo sich die Ecken des Raumes befinden. Und in Wirklichkeit befindet sich die Wand 30 cm weiter hinten, aber das erkennt man nicht. Und eigentlich wollte ich das zaunartige Gebilde nicht anbringen, aber das Museum hat das durchgesetzt. Und ich versuche in meiner Architektur natürliche Materialien wie zum Beispiel Steine, Holz oder Erde zu verwenden und habe auch zahlreiche Experimente durchgeführt. Aber das ist hier ein Experiment dafür, wo ich Holz verwendet habe. Und
Und wenn man die Oberfläche von den Holzplatten ein bisschen anbrennt, dann werden sie robuster. In Japan halten normalerweise die Holzplatten 20 Jahre, aber wenn man die Oberfläche ein bisschen bearbeitet, anbrennt, dann halten sie über 80 Jahre. Man ordnet die Holzplatten in dieser Reihenfolge an, also wie ein Dreieck, und befestigt sie dann mit einem Draht. Man stellt das nun so auf und bringt hier eine Zeitung an. Das ist nur ein Blatt Zeitungspapier und das beginnt dann langsam zu brennen. Und normalerweise brennt man Holzplatten in der Höhe von 2 Metern. Und ich habe einen Experten gefragt, bis wie hoch man die Holzplatten anbrennen kann, aber er hat gemeint, dass man noch nie ausprobiert hat, mehr als 2 Meter zu brennen. Und ich habe ausprobiert es mit einer 8 Meter hohen Platte und das hat sehr gut funktioniert. Und man brennt 2 cm von dieser Holzplatte an. Und nur einen Zentimeter da bringt man Dusche an. で 8 メートル焼いても上も下も同じだけ焼ける Und wenn man auch wenn man eine Höhe von 8 Meter nimmt, dann ist es genau so gleichmäßig angebrannt wie wenn man eine 2 Meter lange Holzplatte nehmen würde. この下が焼けるということは全然ない Es kommt überhaupt nicht vor, dass zum Beispiel nur der untere Teil sehr stark anbrennt. なぜそうなるかと言いますと燃え始めます Und warum das so ist, das ist, weil es fängt unten an zu brennen und es kommt dann zu einem Schornsteineffekt. Und dadurch, wenn es dann schon teilweise verkohlt, dann ist der Dämmeffekt dann wird es gedämmt und das Feuer, die Hitze wird nicht weitergegeben. Und das Feuer breitet sich dann in die Richtung aus, eben dort, wo es noch nicht angebrannt ist. Und um diese 8 Meter zu erreichen, dauert es ungefähr 10 Minuten. Und man kann das so steuern, dass man diese Abstände nutzt. Das ist ein sehr interessantes Arbeit, und viele Leute sind sehr
Und das ist eine sehr interessante Arbeit und alle machen es mit Freude. Das ist eine traditionelle Methode und sie wurde häufig in Ostjapan angewendet. Und zwar ist das, gibt es die, ich habe mich vorher versprochen, es gibt in Westjapan und in Tokio, wo Ostjapan ist, gibt es diese Methode nicht. Und es ist zwar wohl bekannt, dass es diese Methode gibt, aber die Architekten haben sie oft nicht, haben sie nicht angewandt. Und die Architekten aus Tokio haben es nicht angewendet, weil sie es nicht gekannt haben, aber selbst Architekten aus Kyoto haben diese Methoden nicht angewandt. Und ich war sehr erstaunt über den Grund dafür. Es ist eine Methode. Man bringt den Studenten bei, dass in Kyoto, dass es eine Methode ist, die man nicht anwenden darf. Bei der Holzbearbeitung gibt es zwei Methoden, zwei Richtungen. Eine Methode betrifft den Bau von Tempeln und Schreinen, aber auch von zum Beispiel Bauten von höher gestellten Personen. Und die andere Methode ist jene, die die Bauern angewandt haben. Und je nachdem, welche Richtung sie angehören, sind die Zimmermänner dann auch, erhalten eine andere Ausbildung. Und die Methode, die hier angewandt wird, die wurde von den Bauern angewandt und die Architekten durften sie nicht verwenden. Und ich habe nicht gewusst, dass es in Tokio diese traditionelle Richtung, dass die traditionelle Richtung verbietet, eben die Methode der Bauern anzuwenden. Und es ist die einzige Richtung, die diese Methode anwendet. Und als ich angefangen habe, diese Methode anzuwenden, dann haben auch die Architekten in Kyoto dasselbe versucht. Das ist die Oberfläche. Und ich habe mit einigen Studenten auch in Österreich versucht, das durchzuführen und es hat gut funktioniert. Das ist eine Wohnung, wo ich diese Methode angewandt habe. Das sind diese Holzplatten und sie sind abwechselnd weiß und schwarz.
もちろん日本伝統的には白い部分はなくて黒墨だけで仕上げます。 Die traditionelle Richtung sieht natürlich vor, dass man nur schwarze Wände und kein, es nicht weiß macht. 庭はただ笹というこのくらいの笹を植えるだけにしております。 Und im Garten habe ich einfach Gräser in dieser Art angepflanzt. Next.ここは茶室です。This is an Teezimmer. 落ちません、大丈夫です。Es fällt nicht herunter, es ist kein Problem. でも大工さんのものすごく嫌な。カフェみたいな、すごく嫌な。Aber der Zimmermann hat sich Sorgen gemacht, dass das runterfallen könnte. Next. これ中ですね。Das ist der Innenraum. Next.これは木の柱をたくさん使った建築です。This is an art of architecture. These are viele Holzpfosten verwendet. 熊本という県の大学の寮ドミトリーです。This is an Studentenheim in the prefecture Kumamoto in Süden in Kyushu. 日本でもあんまり木材をだんだん使わなくなったものですから。Und in Japan ist es so, dass man immer weniger Holz verwendet und deshalb bin ich gebeten worden, das in dieser Präfektur aufzustellen. Der wichtigste Grund dafür, warum Holz weniger verwendet wird, ist, dass einfach die Leute fehlen, die das machen würden und es kostet dann sehr viel die Lohnkosten. Und deshalb bin ich gebeten worden, dass ich viel Holz verwende hier bei diesem Spendenheim. Und beim Holz ist ein Problem, dass es nicht gerade ist, sondern gebogen ist. Und ich habe versucht, dass es möglichst in diesem Zustand zu belassen, dass es nicht gerade ist. Aber wenn alles gebogen ist, dann ist es für die Handwerker schwierig, genau festzulegen, wo ein Teil sein soll. Und in Japan gibt es die Methode, dass man auf beiden Seiten, dass das abgesägt wird. Man schneidet das hier ab. Und wenn man das hier abschneidet, dann ist es zwar oben nicht gerade, aber auf der seitlich ist es dann gerade. Und auf dieser Seite kann man dann festlegen, wo die einzelnen Abschnitte sein sollen. Es wird dann bezeichnet als, das schaut dann so aus wie eine Trommel in Japan und ein Trommelschnitt. Ich habe in Rayading im Burgenland jetzt ein Projekt laufen, aber das werde ich später dann präsentieren, da verwende ich auch diese Methode. Das ist, so sieht man es von außen. Nein, das geht immer, aber das ist ja auch immer.
Und ich habe die Methode sehr gern, wo man mit Pfosten das Dach durchstößt, aber sie wird selten angewandt. Und als Kind haben wir so kleine Schlösser gebaut und Kriegsspiele gemacht und uns dann mit Steinen durchworfen und ich habe diese Art sehr gern. Das ist, sind die Fälle, wo diese Methode angewandt wurde, also die Trommeln, in der Form von Trommeln. Das sind alles Zedern. Next. Das ist der, wo man sich zusammensetzt und gemeinsam isst, der Raum. Eigentlich wollte ich so viele Pfosten hinstellen, dass man nicht mal, mal nach hinten sehen konnte, die Wand. Aber für eine Art Mensa für 200 Personen konnte man nur so viele Pfosten aufstellen. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich eine noch größere Mensa bauen, wo dann sehr viele solche Pfosten stehen und dass die Menschen dann so sich in dem Raum bewegen. Das ist ein Beispiel, wo ich Bambus verwendet habe. Da kann man sich nach dem Skifahren ausruhen und das ist im Inneren. Ich versuche möglichst natürliche Materialien zu verwenden, aber ein Problem ist natürlich, was ich im Fall von, wenn es regnet, was ich da machen kann. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob es nicht ein Material gibt, das sich gut mit der Natur vereinbaren lässt, aber das auch regenbeständig ist. Und ich habe herausgefunden, dass Kupfer sich dafür eignet. Der Grund dafür ist, dass man das Kupfer mit den Händen biegen kann. Bei natürlichen Materialien ist es auch der Fall, dass man sie mit der Hand bearbeiten kann. Und sie verändern sich mit der Zeit. Und das ist auch ein Punkt, der mit natürlichen Materialien übereinstimmt. Es ist sehr uneben, die Fläche. Bei Lebensmitteln in Japan sollte das überhaupt nicht gebogen sein oder sollte das überhaupt keine ganz normiert sein und ja. やれと絶対にやってくれない。で、これはしょうがないし、私の友達がやります。職人は、職人は、クラフトの自分たちが嫌だと思ってやらない。So, Entschuldigung. Kein Missverständnis. Die japanischen Handwerker
mögen das überhaupt nicht, wenn etwas uneben ist. Und ich habe einen Freund bitten müssen, dass das macht, weil das sonst nicht gegangen wäre. Die Fertigkeiten der japanischen Handwerker ist sehr beachtlich. Zum Beispiel können Sie eine so große Holzplatte so hinbekommen, dass sie überhaupt nicht, dass es keinen Spalt dazwischen gibt, wenn man sie übereinander legt. Und wenn man von solchen Personen das verlangt, dann machen sie auf keinen Fall so eine unebene Fläche. Und deshalb habe ich wohl oder übel mit meinem Freund das machen müssen. Und ich brauche natürlich die Hilfe von Handwerkern bei der Bewerkstelligung meiner Projekte, aber beim letzten Schliff versuche ich das möglichst mich nicht an sie zu wenden. Und hier kann man Porzellan herstellen. Das ist ein Raum, den der ehemalige Premierminister Hosokawa nach seinem Rücktritt fertigen hat lassen, damit er hier Ton bearbeiten kann. Next. Das ist ein Wohnhaus, wo ich Kupfer verwendet habe. In Japan ist es verboten, dreistöckige Holzhäuser zu bauen, deshalb habe ich unten Beton angebracht und oben die zwei Stockwerke sind aus Holz. Und ich wollte da eine schattige Flächen schaffen und deshalb habe ich das Kupfer entsprechend geformt. Next. これ Und nun möchte ich zeigen, wie ich versuche, mit natürlichen Materialien umzugehen. Es war ein Experiment, wo ich mir überlegt habe, wie ich Natur in der Architektur mit einbeziehen kann. Beziehungsweise konkreter gesagt, Pflanzen in die Architektur mit einbeziehen kann. Le Corbusier hat bei seinen Experimenten versucht, mit Dachterrassen zu experimentieren und dabei auch Pflanzen versucht mit einzubeziehen. Aber in der Realität hat dann Le Corbusier kaum Pflanzen angewendet. Es war eher ein Nebeneinander und sobald man versucht, Pflanzen wirklich in die Architektur mit einzubeziehen, dann gestaltet sich das als schwierig. Und
Es ist wirklich schwierig, Pflanzen mit Architektur zu vereinbaren, auch unter einem ästhetischen Standpunkt. Ich habe ja Geschichte gelernt, aber es gibt in weltweit ein paar Beispiele, wo man eben die Ästhetik, in der Ästhetik Pflanzen und Architektur miteinander vereinbaren kann. Das ist ein Beispiel aus Japan, aber man hat ein Dach aus Stroh und darauf wachsen Pflanzen. Manche Personen mögen das vielleicht nicht, aber ich habe das sehr gern. Das glaube ich wird eingefallen, weil da oben Lilien wachsen. Natürlich sind die Lilien da nicht einfach so gewachsen, sondern man hat sie künstlich dort angepflanzt. Es ist wohl ein Rätsel, warum auf einem Strohdach Pflanzen gepflanzt werden, aber aber das wird seit 5000 oder über 5000 Jahren so gemacht. Man hat bei Ausgrabungen verbrannte Häuser von vor 5000 Jahren gefunden und da hat sich auf diesen Dächern Erde befunden. Das ist ein Beispiel von vor 80 oder 90 Jahren. Überall befinden sich Pflanzen hier. Auf solchen Häusern befinden sich in Japan überall Gräser. Und hier sieht man auch Gräser, Pflanzen. Das ist die Seine in Frankreich. Weltweit gibt es nur in der Normandie und in Japan diese Technik. Das ist ein Beispiel aus der Normandie. Wie Sie wissen, sind die Wikinger nach in die Normandie gekommen und man hat dann, um sich vor der Kälte zu schützen, diese Strohdächer auf den Strohdächern dann Erde auch angebracht. Ich denke mir, dass es in den nördlichen Ländern so eine Technik gegeben hat. Und es ist eine seltene Technik, die derzeit jetzt nur mehr ganz am Rande von Eurasien, also in Frankreich und in Japan, bestehen geblieben ist. Und ich denke, dass es ästhetisch schön ist, wenn
hier auf diesen Strohdächern Pflanzen wachsen. Next. それを読んで, das ist ein Museum, da habe ich selber diese Methode angewandt. Das ist ein Museum für behinderte Kinder. Sie kommen hierher und fahren, können mit zum Beispiel Rollstühlen da hinauffahren und hineingehen. Unten ist eher, sind verwaltungstechnische Räume und Ausstellungen sind nur oben. Hier sind die Pflanzen angebracht. Hier sind Kupferplatten angebracht, die mit Hand entsprechend gebogen wurden. Und ich habe diese Form dem Berg da hinten angepasst. Das ist innen. Hier habe ich auf dem Dach ganz oben an der Spitze habe ich einen Kiefer gepflanzt. Sie haben auch gelacht, aber in Japan lachen die Leute noch mehr, wenn sie das Bild sehen. In Japan gab es früher Fürsten und man hat gesagt, dass die dummen Fürsten so einen Hut hatten, wo das so wegsteht. Und das schaut ähnlich aus wie dieser Hut, den die dummen Fürsten hatten. Das ist das Haus und das ist wie eine Nase geformt. Und da habe ich mir Sorgen darüber gemacht, ob vielleicht nicht der Besitzer sich versperren könnte. Genau, zur Weihnachtszeit ist der Besitzer gekommen, um sich das anzuschauen. Und ich habe mir gedacht, dass der Besitzer sich beschweren könnte, aber er hat viel gelacht. Und ich habe mich darauf vorbereitet, für den Fall, dass er lachen könnte. Ich habe das wie einen Weihnachtsbaum angelegt. Und jetzt ist es auch, wenn es zur Weihnachtszeit wird, geschmückt. Und das habe ich für einen Freund gemacht, der hier mit seiner Familie alleine Sake herstellt. Und da habe ich oben einen Kamelienbusch gepflanzt. Dieser Ort, wo das Haus steht, ist sehr bekannt für die Kamelien und deshalb habe ich an das Dach einen Kamelienbusch angebracht. Wie Sie als Architekturexperten es wohl wissen werden, ist es eine sehr schwierige Technik. Es ist wirklich sehr schwierig, da am Dach und auch an der Wand Gräser anzubringen, anzupflanzen. Das ist drinnen. Next.
Und das ist das Haus eines Freundes und mein Ideal ist es, dass so wie Härchen oder Haare am menschlichen Körper wachsen, dass Pflanzen auch in Architektur wachsen können. Und deshalb versuche ich auch bei den Gebäuden so stückchenweise Pflanzen anzubringen. Und ich habe in der Architektur einen Lauch dazu gewählt. Und da sind wir gerade dabei, Lauch anzupflanzen, so punktuell. Und so eine Arbeit möchten Handwerker auf keinen Fall verrichten und deshalb habe ich Freunde gerufen und die haben mir dabei geholfen. Und ich glaube, wenn Sie können mit einem Blick erkennen, dass es keine professionellen Handwerker sind. Next. Und so haben wir sie gepflanzt. Next. Das schaut uns so aus. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ob sie wirklich schön wachsen würden. Und man sagt, dass sie im Herbst blühen. Und ich habe dann einen Anruf bekommen, dass ich heute kommen solle, um mir das anzuschauen. Ich habe mir sehr Sorgen gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass sie im heißen Sommer die wohl welk sein werden. Next. Und hier blühen sie. Und mein Freund wollte mir nicht sagen, dass sie so toll sich entwickeln. Und ich glaube, das ist das gelungenste Experiment, was mir gelungen ist, um Architektur mit Natur zu vereinbaren, Pflanzen. Next. これだけ見ると畑だか建築だかわからない. Und wenn Sie das anschauen, dann wissen Sie nicht, ob das ein Feld ist oder ob das ein Gebäude ist. Next. Das ist ein Teezimmer, aber man sieht da, wie die Pflanzen dort oben wachsen. Aber nach 3 Jahren sind dann Probleme aufgetaucht, denn die Wurzeln konnten nicht tief genug gehen und sie haben sich schlechter entwickelt, sie haben nicht mehr geblüht. ですから、今まではその建築に植物を取り込む実験をやっていますけども、そのメンテナンスっていう点では大変にこう問題があるわけです。 Ich habe verschiedene Experimente gemacht, um eben Pflanzen mit Architektur zu vereinbaren, aber ein Problem besteht darin, dass langfristig, dass das funktioniert. メンテナンスを考えるとですね、屋根のてっぺんにこうシンボリックに Und eine Lösung, die sich dann geboten hat, ist eben nur symbolisch auf der Dachspitze eine Pflanze zum Beispiel anzubringen. Da hat man dann mit der Wartung der Pflanzen am wenigsten Probleme. Das ist ein Beispiel dafür, wo ich eben auf der Dachspitze dann Pflanzen angebracht habe. Das ist ein Teezimmer. Das ist zwar ein Privatgrundstück, aber es wohnt
ein Chef einer Süßwarenfirma darin. Next. Das ist der Innengarten. Next. Kleiner Gänger. Das ist das Vorzimmer. Next. Und hier kann man dann zum Beispiel schwarzen Tee trinken. Dann, man stellt dann Sessel auf. Next. Und hier habe ich dann zum ersten Mal echte Erde angewendet. Next. Next. Und bisher habe ich meine Experimente vorgestellt, wo ich versucht habe, Natur mit Architektur zu vereinbaren. Und jetzt möchte ich zum Schluss ein Teezimmer vorstellen. 日本では400年前に非常にも狭い部屋の中でお茶を飲むという習慣が確立します。 Vor 400 Jahren hat sich in Japan eine Tradition entwickelt, in sehr kleinen Zimmern Tee zu trinken. それは利休という人が現れまして、彼がそれまで広い部屋で飲んでいたお茶をわざと狭い部屋で飲むということを始めたわけです。 Und es gibt eine Person, die Rikyu heißt, und er hat zum ersten Mal das entwickelt, dass man Tee nicht mehr in geräumigen Zimmern trinkt, sondern in engen, kleineren Räumen. Es gibt nur mal ein Teezimmer, das Rikyu entworfen hat, und das ist das Beispiel. Das ist das Beispiel hier. Das ist 1,8 Meter. Und hier ist eine kleine Feuerstelle. 1.8 Meter Schirm. Und es ist ja, jeweils 1,8 Meter. Und eigentlich müsste es sich viel enger anfühlen, aber wenn man drinnen ist, dann ist dem nicht so. Und das ist ein Gebäudetyp, der weltweit auch sehr selten ist und eben die Teezimmer. Und die Nachfahren von Rikyu setzen diese Tradition fort. Und die Teezeremonie hat sich kaum, im Vergleich zu vor 400 Jahren kaum verändert. Und hier sehen Sie eine Tatami-Matte und oben, also ungefähr so wie ein Mensch liegen würde und rechts dann, wenn ein Mensch sitzen würde. Als das von der Tradition nach Japan kam, aus China, hat man in dieser Form den Raum angelegt. Und Rikyu hat das dann insofern verändert, dass eben die Fläche viel kleiner wurde und hier haben dann 3 bis 4 Personen Tee getrunken. Und Rikyu hat dann ein Experiment durchgeführt, wonach das dann noch kleiner wurde. Also 2,7 Meter war bis zur Zeit von Rikyu und er hat es dann noch kleiner gemacht. Und
Er hat wohl die Lebensgröße von Menschen genommen und sich danach gerichtet bei den Maßen. Und Rikyo hat das im 16. Jahrhundert gemacht, aber man sieht dann oben das Ähnliche wie von Da Vinci, dass er etwas ganz Ähnliches entworfen hat. Rikyo stammt aus derselben Zeit wie Michelangelo. Und Japan hat zu der Zeit Beziehungen zu Italien gehabt. Und Rikyo hat wahrscheinlich Da Vinci nicht gekannt, aber Michelangelo nicht gekannt, aber er hat sich wohl etwas Ähnliches gedacht, was die Architektur betrifft. Und Rikyo hat in diesem engen Raum mit Toyotomi Hideyoshi, dem damals mächtigsten Politiker, hat in diesem engen Raum Tee getrunken. Und in Japan gab es zu der Zeit ein Ständesystem und es war undenkbar, dass ein so mächtiger Mann mit Rikyo, einer gewöhnlichen Person, dass sie in aus einem engen Raum zusammen sich aufhalten. Rikyo war Und die Teezeremonie dauert 4 Stunden lang und im Laufe dessen trinkt man den Tee und man bestaunt auch die Kunstwerke, die dann in dem Raum hängen. Und Hideyoshi war danach sehr erzürnt und hat dann daraufhin Rikyo ermorden lassen. Und daraufhin wurde das Teezimmer wieder größer. Es ist ein sehr gefährliches Teezimmer. Und hier sieht man die ursprünglichen, also vier Jōhan, die ursprünglichen Maße. Und hier sieht man das, was Rikyo entworfen hat mit dem 1,8 Metern und der Gast und derjenige, der den Tee serviert, befinden sich nicht auf derselben Matte. Und damit dieser kleine Raum groß erscheint, hat man den Eingang sehr eng gemacht. Und wenn man durch diesen kleinen Eingang sich hindurch gewurschtelt hat, dann schaut es plötzlich sehr groß aus, der Raum. Sie mögen vielleicht denken, dass es nicht stimmt, aber wenn Sie nach Japan gehen, dann sieht man solche Beispiele. この地図の穴から入るっていうのはとてもその簡単なことではなくて、なんかその間その穴をくぐることだけに集中しないとうまく入らない。
Es ist keineswegs einfach, durch so ein enges Loch, durch so einen engen Eingang hindurchzugehen und man muss sich darauf konzentrieren. Und man vergisst dann die Welt, die Außenwelt und die Proportionen draußen und wenn man hineingeht, dann wirkt es plötzlich sehr groß, geräumig. Next. Das ist das Teezimmer, von dem ich gesprochen habe, von dem ehemaligen Premierminister Hosokawa. Und ich habe da den Eingang sehr klein gestaltet und ich habe die französische Botschaft gefragt nach den Maßen, um ihn entsprechend gestalten zu können. Der Grund dafür ist, dass der ehemalige Premierminister Hosokawa das dafür gebaut hat, um seinen Freund Jacques Chirac zu empfangen. In Japan gibt es eine Tradition, wonach wenn ein wirklich wichtiger Gast kommt, dann man extra dafür ein Teezimmer bauen lässt. Und die Vorfahren, also ungefähr 10 Generationen vor Hosokawa waren seine Vorfahren, Nachfahren dann von Ikkyu. Next. Und hier hat Hosokawa gerade eine Teezeremonie mit meiner Frau und der Frau eines Freundes eröffnet. Und ich, als Spezialisten der Architektur werden Sie das wohl bemerken, aber im Vergleich zu dem Gebäude, zu den Menschen schaut das Gebäude sehr klein aus. Es wirkt wie ein Manga oder wie ein Anime. Die Menschen wirken zu groß im Gegensatz zum Haus. Und es kommt kaum vor, dass eben Teezeremonie von Architekten in Auftrag gegeben werden. Und auch bekannte Architekten bekommen nur vielleicht ein- oder zweimal den Auftrag, ein Teezimmer bauen zu lassen. Bei Teezimmern gibt es sehr strenge Bestimmungen, wie man es anlegen muss. Und meine Auftraggeber sind in der Hinsicht sehr, sehr genau, was die Details angeht. Sie sind nicht so genau und deshalb habe ich Freiheiten genossen bei der Konstruktion der Teezimmer. Und das Projekt zu Ende bewerkstelligt hat dann haben Freunde von mir. Next. Man sieht, dass es hier sehr eng ist. Das ist 1,8 Meter.
Hier lässt man dann das Wasser kochen und man serviert dann den Tee. Und umgeben von dem Bild hier, auch von der kleinen Blume, von der Vase dort, redet man circa 2 Stunden lang. Und das Material, das man für eine Teezeremonie verwendet, ist sehr teuer. Es ist so viel. Und Sie mögen, vielleicht ist es schwer vorstellbar für Sie, aber der ehemalige Premierminister Hosokawa, bei ihm, er hat Teetassen, die 10.000 Euro ein Stück kosten. Man sagt, dass früher, wenn man einen Krieg gewonnen hat, dass man an seine Vasallen dann wertvolle Teetassen geschenkt hat. Und sie werden, Teetassen werden sogar nach anderen Regeln verkauft als andere Kunstgegenstände. Next. Und hier habe ich ein Teezimmer für Kyoto entworfen und hier ist man gerade dabei, die Hölzer dafür zu schneiden. Und hierzu habe ich ein Holz verwendet, das dafür bekannt ist, dass es sehr robust ist und wenig fault, und zwar Chestnut, also Maroni, Kastanie. Und hier habe ich einen, das sieht man das Beispiel dafür, da habe ich den Zaun rundherum angebracht. Next. Und hier ist man gerade bei der Arbeit. Und ich glaube hier, dass Sie sofort erkennen können, wer professioneller Handwerker ist und wer meine Studenten sind. Das ist ein professioneller Handwerker. Professionelle Handwerker würden nie so eine Körperhaltung einnehmen. Man kann allein aus der Körperhaltung schließen, ob es sich hier beim Laien oder um professionelle Handwerker handelt. Es ist wie im Sport. Man geht hier unten hindurch und dann trinkt man dort Tee in dem kleinen Zimmer. Das vorne ist eine Hommage an Le Corbusier. Le Corbusier ist ein Sowjetpalais. Ah, das Pilot ist der Park. Da ist man gerade dabei, Tee zu trinken. Und das ist die Stadt Kyoto. Next. Und das ist ein Teezimmer, um sich die Kirschblüten anschauen zu können. Ein Museumsbesitzer hat in dem anhängenden Park vom Museum dieses Teezimmer bauen lassen. Next. 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 この、このオーナーは、フランスの
画家のジョルジョ・ルオーのコレクターとして名高い方です。Und孫でしたね。来てるお客さんはルオーの孫。Und hierbei handelt es sich um den Enkel von Ruo。日本ではお客さんを招くときに、そのお客さんと関係のある美術品を飾るというルールがあります。Und in Japan gibt es die Regel, wonach, wenn man Gäste bei sich empfängt, dass man an die Wände ein Bild schmückt, das etwas mit dem Gast zu tun hat. Und Ruo und Matisse waren sehr gute Freunde und deshalb hatte da ein Bild von Matisse angebracht. Also Ruo, den Enkel von Ruo empfangen hat. これは私が自分のために作ったチャンス。Und das ist ein Teezimmer, das ich für mich selbst gebaut habe. 病って、チェスナットを切って。Ich bin in den Wald gegangen und habe eine Kastanie fällen lassen. 私の育った村は大きな山がありまして、その山の木は村の人は自由に切っていいという決まりが。Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo ein großer Berg nebenan ist und dort können die Dorfbewohner selber die Bäume fällen und heraus transportieren. Next. Das sind die zwei Posten. Next. Ma, wo? Panel, Kinderpanel wird es gut. Und ich habe hier eben Holz verwendet.でまあ、私と友達とで作ったわけです。Und ich habe das mit einem Freund zusammen gebaut. で出来上がりまして、職人さんたちが足場をもう全部取って帰りました。Und es ist fertiggestellt worden und die Handwerker haben alle das Gerüst abmontiert und sind nach Hause gegangen. でその姿を見てびっくりしてしまったんです。Und ich war dabei sehr überrascht. なぜかというと、その足場がある間はその高さっていうのがあんまり Solange das Gerüst da gestanden ist, hat man nicht gemerkt, wie hoch das ist. Und als das Gerüst abmontiert wurde, war es plötzlich zu hoch. Next. Wow, also. これ見ると分かりますけども、まあWie Sie sehen können, also das war nachdem das Gerüst abmontiert worden ist und ich habe es am Abend dann gesehen. Das ist ein sehr denkwürdiges Foto für mich. Warum das so ist, ich habe mir gedacht, wenn ich darauf klettere, dann fliegt das vielleicht alles um.倒れてしまうと、それらの苦労は全部無に切ってしまうわけです。Dann wäre alle Mühe umsonst gewesen。で、これ慌てて家に帰ってきて、カメラを持ってきて、この写真を撮ってから登ったわけです。Und ich bin nach Hause gelaufen und habe dann die Kamera geholt und dann dieses Foto gemacht。で、ここから登りますと、こう、入ると、そちら側にプラットフォームが傾く。Und wenn man hineinklettert, dann schwankt es ein bisschen.Und wenn man auf die andere Seite geht, dann schwankt es in die andere Richtung. Aber wenn man sich ruhig verhält, dann schwankt es nicht. Und es können bis zu 5 Personen sich darin aufhalten. Sobald, wenn eine Person hineinklettert, dann schwankt es immer ein bisschen. Und wenn alle sich ruhig sind, dann ist es balanciert, dann schwankt es nicht mehr. Next. So schaut es aus. Next. Das ist mein erstes Werk. 次にですね。最新の私の一番新しい茶室を一つ紹介したいと思います。Ich zeige Ihnen jetzt mein neuestes Teezimmer. Next. これがそうです。Das ist das hier. 空中に浮いてる茶室です。
Es ist ein Teezimmer, das in der Luft schwebt. Next. Schaut so aus. Man klettert über die Leiter hinein. Es können bis zu 6 Personen hinein. Next. Und hier möchte ich Ihnen als letztes das Riding Project vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Haus, wo um ein Stochennest angebracht wird und wo man dann Störche beobachten können soll, aber wo auch dann Daten über Störche gesammelt werden sollen können. Diese Länge ist 5 Meter. Und die Höhe ist 10 Meter. 10 Meter あれば, Kontoが 来てくれるそうです. Angeblich, wenn man eine Höhe von 10 Metern erreicht vom Nest, dann nisten, können Störche dort nisten. Und ich habe das Dach möglichst tief angesetzt. Das ist die Methode, die auch bei den Teezimmern angewandt wird, dass man eben sich zuerst bücken muss, um hineinzugehen, damit es dann innen alles viel geräumiger wirkt. Next. これは模型です. Das ist das Holzmodell. 模型は私は全部自分で作ることにしておりまして, その模型は全部チェーンソーで作ります. Und ich versuche alle meine Modelle selber zu machen. これは1本のこの木からチェーンソーで削り出して上に屋根をかけた. Ich habe hier also ein Stück von einem Baum herausgenommen und dann oben das Modell gebaut. Next. これは敷地です. Das ist das Grundstück. ここにこういう今橋もありますけど、これがビューと立つ予定です. Und hier sieht man die Umrisse, also da steht zwar die Leiter, aber das ist so soll dann auf diesem Grundstück soll das dann gebaut werden. Next. あの、来年で、昨日でしたっけ?昨日? はい. 昨日、あの、みんなのライディングスタッフと一緒に、村の人と一緒に木を切りに行きました。 Und gestern bin ich mit den Bewohnern aus Riding in den Wald gegangen, um einen Baum zu fällen. Also ich bin jetzt hier da links. あの、僕は木を切る人と5人くらいで行くかと思ったんですけど、もう本当に大勢びっくりしました。Ich habe gedacht, dass vielleicht 5 Personen oder so kommen werden, aber es waren sehr viele und da war ich sehr überrascht. Das sind alles Bewohner aus dem Dorf. Next. Und da ist der Holzfäller gerade dabei, den Baum zu fällen. Next. Und wir haben einen sehr großen Baum fällen können. あの、木の扱いっていうのは大概の、その国によって違いますし、難しいんですけども、まあ幸いあの、この方がですね、今来ておられますけど、いろいろ教えていただいて無事できると思います。 Und es ist von Land zu Land verschieden, wie man mit Bäumen umgeht, aber dank dieser Person, die auch jetzt hier anwesend ist, konnte ich verschiedene Informationen über die Holzindustrie erlangen. Es ist geplant, dass es im Juni dass, alle Pläne mal fertiggestellt sind und im Oktober dann das Haus fertiggestellt wird. あの、皆さんがぜひ手伝ってもらいたいと思ってますので、
Und ich würde gerne Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, bei der Tätigkeit eben das Holz anzubrennen und ich werde Sie gerne kontaktieren und würde mich freuen, wenn Sie dann nach Aiding kommen. Vielen Dank. Wir können es uns dann teilen. Ist noch Zeit zu fahren? Ja, ja. Es gäbe jetzt auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ich zu dir, Otto. Hi. Verantwortung von unserem Vortrag zu bekommen. Ich wollte mal fragen, weil vorhin kam ja das Thema mit dem Architektur Natur und da wurde ja erwähnt, dass in Japan und auch in Südfrankreich so gebaut wurden mit diesem Gras am Dach. Aber es wurde nicht erwähnt, ob in ganz Japan solche Bauwerke früher gab oder nur in bestimmten Regionen. Das würde mich interessieren, ob es in ganz Japan sowas gab oder nur in bestimmten Regionen. その自然と建築の関わりについてですが、その草を屋根の上に植えるのはそれ日本では決まった地域でしたか、それとも日本中で行われる？かつては日本中で行われる。日本中で。ただ雪の部分とかは行われる。Früher war es so, dass es in ganz Japan so angewandt wurde, aber in Regionen, wo es geschneidert wurde, das nicht gemacht wurde.Es wurde vorher ein Bild gezeigt von einem Dach, das war die Ansicht im Haus drinnen. Das dürfte aus Glas gewesen sein und das war mit Stroh oder so, teilweise abgedeckt. Mich würde interessieren, was für Kombination von Materialien verwendet wurden und was die Idee dahinter war. Welches Bild? Welches Bild? Welches Bild meinst du? Es war ein Bild,aufgenommen vom Haus drinnen nach oben schauen und es dürfte Glas gewesen sein mit Stroh, relativ am Anfang war das. Das Teezimmer von Hosokawa, wo er die... Ich glaube nicht, dass es ein Teezimmer war, es war relativ am Anfang. Also mit Glas oben einfach. Ah, die Tonwerkstatt war es, genau.細川元首相が陶芸を作られたところがどうやって、und wie die Materialien、was für eine Kombination、welche Materialien und was die Idee dahinter war、どのような材料を使われて、それでその背景にあるアイディアについて、was ich damit zeigen wollte、陶芸で作る、はい。あれは木造、伝統的な木造とは違うんですけれども。現代的な木造にして、その上にプライドと両側にあって、その外側にはドロパーもあり、内側にはクラスターを入れていると思います。外には木造の両側にプライドとご飯があって、はい、外側には防水を下げる両側もあり、内側には漆喰。Ich habe nicht die traditionelle Holzmethode angewandt, sondern die jetzige. Und zwar habe ich da Holzplatten verwendet und innen Verputz angebracht. Und Sotogawa war. Und außen habe ich Kupferplatten angebracht, damit das nicht feucht wird. Über das Dach? Also der Diane war. Auch Kupfer.
auf Kupferplatten. Zwei Glaser. ガラスの屋根でありました。ああ、それはトップライト。トップライト？ちょっとそんなに普通の。ガラスですか？ガラスの。ガンツのマレスクラス。Und was ist nur Strom, weil es eingebunden im Glas? Wie bitte? Egal. Vielleicht später dann, ja. Hallo, ich würde gerne wissen, wer sich heute noch Teehäuser leistet. Also gibt es eine bestimmte Klientel, die. Also man braucht natürlich ein Grundstück und so weiter, aber wer leistet sich ein Teehaus und welche Grundregeln sind zu beachten? Also, 現代ではどのような人が茶室を自分で作る、それでどのような、はい。茶室を持つというのは大変お金があることと文化が高いという、その2つがないと作らない。大変ですから、普通の人は作らない。それでどのような条件、茶室を定めとかもありますか？それはそうですね、座る位置と炉の関係とか、それから姿勢を変えるんですが、その時にいろんなことをどう思うんですか？その置く場所の、伝統では、この畳があるんですが、例えばこの畳がこの畳に1センチくらいずつこう目があるんですが、この座る位置も全部いろいろ大体のほうがある、そういうことを全部こう守らないといけない。Also man braucht natürlich sehr viel Geld, um sich so etwas leisten zu können, und auch muss kulturell in der Hinsicht sehr versiert sein. Und zu den Kriterien selbst, also hier gibt es dann die Tatami-Matte und die werden dann zentimeterweise eingeteilt und es ist sehr festgelegt, also wie man sitzt oder wo man sich dann hinsetzt. Und eine wichtigere Regel ist, dass man nicht nach außen sehen darf. だから明かりを取るための障子というのが明かりを取りますけれども、絶対それを開けて外を見るようにしてね。Und damit das Licht durchkommt, hat man zwar Papierwände, aber man darf sie auf keinen Fall aufmachen. それは立憲が決めたことで、集中するために外を見せない。Das hat Rikyu so festgelegt und das dient dazu, dass man sich auf das Hier und Jetzt konzentriert. だから私はそれは嫌いな、だから、すごく広く感じますけど、長くいるとちょっと気持ちが。Und mir gefällt seine Architektur nicht, weil es mit der Zeit dann doch eng wirkt. Eine Frage gibt es noch? Hallo, also ich würde gerne wissen, ob diese Tierhäuser auf den zwei Stieren, ob die für temporären Gebrauch gedacht sind oder ob die irgendwie sehr gut in den Boden verankert sind, also für den Winter. その2つの柱がありますけれど、それは地面とつながっていますか？ちゃんと入り込んでいますか？コンクリートの。鉄の鉄管を入れて、こういうこう、コンクリートで、これは大体。これが鉄ですか？鉄の管で、はい、これは4メートルで、ガスが入っていたところ3メートル、Also das sind dann so mit Eisenrohre, die dann in den Boden versenkt wurden und das die Entfernung von hier ist, bis hier sind ca. 4 Meter und das sind dann 3 Meter. Und hier ist überall Beton eingegossen.
Also vielen Dank für den Vortrag. Es ist selten, glaube ich, dass so viel gelacht wird bei einem Architekturvortrag. Ich wollte fragen, Sie haben, bevor Sie angefangen haben zu bauen, einen Club für Straßen- oder Stadtdetektive gegründet. Können Sie vielleicht ein paar Worte darüber sagen, wie das Ihre Arbeit als Entwerfer beeinflusst hat? Als Entwerfer? Könntest du es wiederholen? Ich habe es nicht gehört. Also Sie haben, also lange bevor Sie angefangen haben zu bauen, einen Club für Straßen- oder Stadtdetektive gegründet, wie das Ihre Arbeit als Entwerfer beeinflusst hat. その本当に悲しい光景でこんな悪いことはあまりありませんでした。それで、先生は、路上を探検するクラブを、それがどう仕事に影響を及ぼしたかどうか。それはね、自分でもよくわからない。関係はなんかあるんですけども、よくわからない。Ich weiß es selbst nicht sehr genau. Es hat zwar sicher was damit zu tun, aber genau weiß ich es nicht. Vielen Dank. Ich glaube, es war ein sehr toller Vortrag, sehr interessanter Vortrag. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind oder Ihre Unterstützung vor allem. Okay, danke.